wunderschönen guten Mittag, würde ich sagen. Albi hat die Kamera natürlich schon mal angemacht, aber irgendwie so, vergessen, sie auch zu aktivieren. Ich bin da, es ist 16.12 Uhr, relativ spät heute sogar. Also man hat sich Zeit gelassen mit dem Connecten. Lil Mix kam jetzt etwas später dazu. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht Nuke, die wir jetzt spielen natürlich, sondern das gute Vertigo. Ja, muss man nochmal hier ändern. Alles noch nicht so optimal, nicht gut vorbereitet, aber wenigstens stehen da keine Zahlen drin, dass es 1-0 steht und 16-11 wie gestern auf Nuke. Ja, also ich bin sehr gespannt, denn diese Partie könnte schon etwas härter werden als gestern. Die Jungs von Lil Mix, super gut allgemein, würde ich sagen, dabei ist ein starkes Team. Ich weiß gar nicht, wo sie, wir gucken nach, wo Lil Mix steht. Die stehen auch gar nicht so gut, aber die haben auch erst 6 Spiele gemacht. Deswegen, wenn man in das Team reingeht, man hat ja wirklich starke, starke Spieler dabei. Bodemaster, HNS, BQ, Freddy und Quicks. Ansonsten ist dann Get Right drin und solche Namen. Also es ist so ein Mix-Team, deswegen nennen sie sich auch so, aber haben auch sogar eine offizielle Orga. Also ich dachte erst, es wäre so trollmäßig unterwegs, aber ist nicht so. Also als ich dann auf Twitter unterwegs war, die sind wirklich eine Orga, Lil Mix. Und hallo Jens, hallo Kai, die haben das coolere Logo. Ja, kann man so nicht ganz sehen, würde ich sagen. Unicorns war für mich das coolere Logo. Ja. Die Unicorns stehen jetzt 5-4. Der gute Elfino hat es auch gestern gepostet. Man hat endlich die Playoffs sozusagen noch nicht erreicht, aber man hat etwas anderes geschafft. Man hat den Klassenerhalt hinbekommen. Und das ist natürlich super, super schön für die Unicorns. Somit hat man auf jeden Fall den Slot gehalten. Die Frage ist bloß, tiefgründige Fragen, die dann wahrscheinlich nach der 99 Damage Season durch sind. Und was ist mit Unicorns und CSGO etc.? Große, große Fragezeichen. Man weiß es ja nicht, das ganze Karussell im DE. DECS ist natürlich noch nicht ganz beantwortet, wenn man so mitbekommt, was für Sachen wieder am Start sind. Alte Orgas kommen wieder, neue Orgas etc. Massiv viele, viele Wechsel am Start. Also jedes Team hat massive Probleme. Da geht einiges. Und ja, Lippen lesen kann ich. Sehr gut, Elfi. Sehr gut. Ja, also ich bin gespannt. Es geht live laut TS. Das heißt, wir sollten auch direkt hier reingehen können. Ich glaube, wir gehen einfach schon mal direkt auf den Server. Denn wie ihr sehen könnt jetzt, nämlich genau jetzt, wir haben erstmal Sounds, dann wurden live getestet. Schande über Albi. Aber wir haben etwas Schickes. Wir haben das gute Unicorns of Love gegen Lil Mix und auf der wunderbaren, liebevollen, geilen Map Vertigo. Und mal gucken wir mal. Geht die Werbung? Die Werbung geht, Alter. Zack. Mal Trikotwerbung für Unicorns of Love. Gerne mal reinschauen in den Shop. Habe ich auch noch nicht verlinkt oder so. Aber so sieht es ganz gut aus. Messerrunde für Unicorns of Love. Genauso für Lil Mix. Hoffen wir einfach, dass diese Messerrunde an die Unicorns geht. Sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Das sieht erstmal nicht so gut aus. Die CTs werden abgeschlachtet. Aber jetzt 2 gegen... Oh, Anuin! Junge! Yeah, Mann, da geht's schon direkt ab. Mein Junge geht wieder durch. Anuin, holst du mal irgendwie raus. Macht 3K mit dem Messern. Das schmeckt doch. Ja, also so muss das hier gehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. Jens, du kannst mir ja sagen, ich weiß, mein Audio-Equipment ist eigentlich ein gutes, aber mein Mikrofon ist viel zu weit weg. Ich glaube, ich muss wirklich ein neues Mikrofon holen, was ich mir direkt vor die Schnauze packe. Ich denke, es wäre viel, viel besser. Dann wäre die Soundqualität auch besser. Naja, sollte auch so gehen. Der Hype ist wie immer real. Es läuft. Vielleicht kann man auch andere Sachen einstellen. Vielleicht sollte ich nicht zu viel hier reinballern in Dezibel. Nur auf den ersten Strich dafür so vielleicht alles lauter machen. Dann übersteuere ich vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Schwierig. Aber Messerrunde geht an die Jungs. Damit geht's rein auf die CT-Seite. Es wird geballert. Und hoffen wir mal, es geht klar. So. Bombenplatt geht durch, Lil Mix sehr konsequent an der Rampe. Wir haben das 5 gegen 5. Patrick, einfach mal schnell dabei, Patrick, Junge! Mit dem Hardes zusammen gönnen sich 2 Frags. BQ aber von der Seite, der erste Patrick rausgenommen. Der hat wirklich nur 1% gehabt. Da geht's weiter rauf. Hardes mit dem zweiten Frag, sehr, sehr nice. Wir haben das 3, 4 gegen 2. Es geht einfach in den Diffuser. Die Bombe liegt halt ungünstig, okay? Man muss abbrechen, aber da ist Hardes mit dem 3K. Gestern schon super aufgefallen, super schön gespielt. Jetzt hier auch gerade bei Unicorns. Starker Retake. Man hat nur einen Mann auf dem A-Spot gehabt. Die guten Patrick sehr passiv. Aber den Retake ausgegamed.
Wunderbar, ist auch ehrlich gesagt eine neue Taktik, die man, finde ich, jetzt so auf Vertigo siegt. Scheint sich etabliert zu haben. Erinnert mich auch so ein bisschen an Vertigo, wo man auch nur ein Mann dort stehen lässt, dann mal auf dem B-Spot, der Rest auf dem A-Spot oder umgekehrt. Einer hinten im CT auf dem A-Spot, der Rest alles auf dem B-Spot und dann den Retake spielt. Ich glaube, da gibt es ja mehrere Maps, die man so gamet, ne? Also ist eine interessante Sache, ist eine schöne Sache. Trotzdem immer, manchmal auch ganz schön gefährlich, aber. Es ging gut aus. 1-0. Unicorns of Love kann reinforcen. Kann reinforcen. Reinkaufen einfach ganz normal. Denn sie haben das Geld. Patrick, die 4K. Grisby 3000. Python 4. Also da wird dann auf jeden Fall, denke ich mal, die 2 M4s geben. Die Farmers. Anuin wahrscheinlich auch eher so eine Farmers. Vielleicht saved ja auch. Hier macht nur Deagle ein bisschen Low-Buy. Um schon die AWP dann in 2 Runden kaufen zu können. Aber man sollte eigentlich schon alles ausgeben, um gegenzuhalten. Gegen Lil Mix. Denn die haben wirklich ein gutes Ding. Die hatten den Bombenplant, die haben 3 Galils, Tech-9 und eine Mac-10. Also definitiv ein super, super, super starkes Waffen-Line-Up. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wieder Lil Mix dabei. Die Schweden haben Lust. Die rennen wieder Richtung Rampe am A-Spot. Da könnte es gleich den First Contact geben. Vielleicht aber auch Quicks gleich gegen Anim oder Python dabei. Ich weiß es nicht. Erstmal Patrick mit seiner MP7 und der schönen Granate, die gut kommt. Ja, Hut erstmal ein bisschen HNS. Damage-Zahlen. Oder trotzdem wird es vielleicht die Flash, die relativ zügig und knackig runter geht auf die Schräge. Jetzt muss ich Patrick wieder zurückziehen. Jetzt gibt es nochmal verzögerte Mollo. Die Frage ist bloß wohin. Ja, vom Timing her optimal. Schön ausgegamed. Da ist man, kriegt man gut Schaden. BQ ist ab, hat die Steps gehört. Jetzt sieht man sich wieder zurück. Patrick spielt hier so ein bisschen mit seinem Gegner. Simuliert hier so, als wenn er vielleicht ein, wenn es sogar 2 Spieler wären. Und man kann mehr Zeit rausholen. Und wir sehen es auch. Anomin ist da. Python ist auch schon da. Ne, Python nicht. Was ist es? Hier. Crispy. Also super gut. Jetzt möchte ich nochmal auf die getimte Granate. Wenn ich jetzt kommen die Smokes rein. Jetzt ist es auf jeden Fall schwieriger. Man ist hier ready. Anomin an der Smoke. Gut dabei. Anomin macht den ersten wichtigen Frag. Und kommt sogar noch weg oder was? Super, super nice. Patrick auch noch einen Frag. Es ist eine 2 gegen 3 der Situation. Anuin fällt. Crispy Damage. Jetzt braucht er Support hier auf jeden Fall. Der Plant geht durch. Wir haben es 3 gegen 3 Situation. Der Retake für die Unicorns machbar, aber schwierig. Denn überall stehen welche. Man hat den guten DQ gesehen. Einer steht hier noch close an der Rampe. Aber einer muss auch links gucken. Aber der Spray von Quick. Perfekt. Macht einen, macht 2. Python, mach den 2K bitte. Du musst es irgendwie rausholen. Er sieht den Spieler unten nicht an der Rampe. Da sitzt nur der Kopf, BQ holt die Runde. Lil Mix gönnt sich. Safety eine M4. 1-1 nach der Force Buy. Und Unicorns of Love, ja, mit 1-4, 1-7 werden auch wahrscheinlich reinforcen. Bitter gelaufen. Da hat Patrick es echt gut gemacht. Aber Lil Mix etwas besser. Obwohl sie zu dritt auf dem Spot waren, konnten sie sich einfach nicht halten. Die Waffen waren nicht gut genug, sage ich jetzt mal, für diesen Go. Und das Aiming bei Lil Mix, bei den Spielern, ist definitiv super stark. Darf man nicht unterschätzen. Also schauen wir mal, was jetzt hier mit den Deagles passiert. Bei Unicorns 3 Flashes, 2 Smokes, mehr ist nicht. 4 Deagles insgesamt, eine P250. Den 4-Mann-Stack auf dem A-Spot. Also gar nicht so schlecht, aber wo geht's hin jetzt hier bei den Terrors? Wir haben hier nur den guten Bodenmaster. Jetzt ein bisschen ablenkt, jetzt rotiert man nach oben wieder in die Mitte, man greift dort an. Es ist Hades, der hier die eine Mollo bekommt. Vielleicht jetzt mal kurz zeigt, kommt es vielleicht gar nicht so schlecht. Gibt nochmal eine Mollo, vom Timing her. Und die Rotation fängt langsam an zu beginnen. Vom A-Spot Richtung B-Spot. Hades weiterhin vielleicht auf der Suche. Und Quicks hat so ein bisschen den richtigen Riecher, die richtige Position. Jetzt ist es hier der B-Spot. Ah, der ist mit dem Klickversuch. Ah, schade, aber der Körper, der hat viel abbekommen bei Quicks. Also ging nur was rein. Aber der Rest wird jetzt vielleicht vom Bodenmeister und so rausgenommen. Denn sie warten dort schon zu dritt an der Treppe. Aber P4 hat richtig Lust. Gibt nochmal einen rein. Crispy holt sich den Frag gegen Quicks. Damit haben wir sogar nochmal das 3 gegen 3. Kommt man irgendwie an die Waffen dran. Gute Shots, Bodenmaster, wird rausgekommen bei Python. Der macht auch nochmal. Python, noch ein! Python, Junge! Jetzt geht's aber ab, jetzt nochmal angreifen. Jetzt bloß hier irgendwie den Spieler gönnen. Crispy weiß ganz genau, dass der Spieler da ist. Er defused einfach durch, er muss angreifen. Da kommt die Steps und er macht den Frag beinahe. Und er muss, oh, oh Mann! Er muss es machen. Crispy! Schade. Hätte Crispy den Frag gemacht, wäre die Runde an Unicorns gegangen. Ist doch so bitter. So bitter für die Einhörner.
Schade. Schöne Klicks hier verbüteln, Crispy. Und dann aber reicht es am Ende nicht. Aber trotzdem eine sehr, sehr teure Runde für den Mix. Schade, 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 schade. Aber okay. Weiter geht's. Kann jetzt eigentlich nicht viel passieren. Hades hat zwar noch eine Galil bekommen mit dem Frag, aber ich glaube, wird nicht mehr passieren. Let's go! Ich bin auch wieder weg nach der etwas chilligen Runde. Lil Mix 3, Unicorns 1. Man hat natürlich hier diese eine Force bei verloren. Doof gelaufen. Egal. Dafür aber viel Schaden gemacht mit den Pistols. Jetzt hatte man hier die AWP und die 4M4s. Utility ist auch schon ein bisschen was rausgegangen. Und vielleicht geht hier noch mal ein bisschen was. BQ war bis jetzt der Neckbreaker für Unicorns of Love mit 7 Frags und Quicks. Die beiden gut dabei. Crispy kriegt viel ab. Erstmal die Shots von der Seite, eine gute Granate von BQ und dann nochmal eine zweite, aber die kann er gerade noch so dodgen. Währenddessen aber Hades, Python sehr offensiv hier an der Treppe sind zum B-Spot. Und auf der anderen Seite ist es Patrick, der Gerüstspieler, der sich hier vielleicht die gleichen Frags gönnen können. Er hat auf jeden Fall erstmal HNS gesehen. Jetzt braucht er bloß gleich wieder Support, denn die Rotation ist schon wieder anders und die AWP. Hohoho! B4 gönnt sich! B4 chillt hier noch! Irgendwie gibt es viele Shots, er kann aber nicht alles dodgen. Matrix ist nicht da. Trotzdem, die Zeit, die er rausgeholt hat, die sieht gut aus. Und währenddessen Python auch in der Mitte den Frag macht, geht hier vielleicht noch ein bisschen mehr, denn es geht hier Richtung A-Spot. Nein, man rotiert wieder zurück Richtung B. Also, ist es Mitte? Nee, es ist Richtung B. Das ist also Hades. Hades muss die Bank sein für die Unicorns, für die Einhörner. Hades to kill. Ja, bitte, 3 Stück an der Zahl. Wir wissen alle, er kann das. Er ist super gut dabei. Hades 1. Hades 2, Hades, nicht die 3, aber das ist scheißegal. Super gelaufen, Zeit für Python, um zu verschieben. Es sind nur noch knappe 10 Sekunden. Der junge Mann, HNS, kann safen gehen, das war's. 3 zu 2, Unicorns of Love kriegt eine wunderbare Waffenrunde. Bei dem X-HNS fehlt ein R im Namen, oder? Wieso? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Ich glaube, wir hatten den Spieler schon mal, den Mix. Ich kann mich aber nicht mehr entsinnen, was das heißt. Hannes, irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wie er sich nennt. Da gibt es ja verschiedene Theorien. I don't know, meine Lieben. Müsste man auf jeden Fall erstmal nachgucken. Nicht jeder Profispieler kennt man. Wird schwierig. Also, 3-2. Schöne Waffenrunde von den Mix-Jungs. Entschuldigung, von den Unicorns. Uiuiui. Denn die gingen ja an die Einhörner. Man safety die eine Waffe, mehr ging aber nicht rein. Das war die AWP, glaube ich, die man noch gesaved hat. Und somit sehen die Unicorns eigentlich erstmal wieder ganz gut aus. Aber auch nur eigentlich, denn man muss die Waffenrunde jetzt Nummer 2 auch holen. Und vielleicht Anui mit dem ersten Frag gegen Quicks. Und da sieht er auch gut, schießt zwar Millisekunde zu spät, das fühlt sich an, aber das ist scheißegal. Der Frag ist ein Frag, man ist drin. Und
Der Körper ist ja breit genug, um hier auch mal verzögert zu schießen. Freddy jetzt hier mit der Diegel. Der ist stark vielleicht. Oh, aber Hades, pass auf! Hades ist einfach heiß. Jetzt wird er nochmal kurz geblockt von Arduin. Ja, aber der wird nochmal getauscht, dann passt. Das macht Spaß, hier zuzusehen, wie die beiden Jungs, wie am Anfang dieser Gründung dieses Teams, Hades und Arduin wieder zusammen game. Das ist wirklich ein Fest, meine Lieben. Macht sehr, sehr viel Spaß, Crispy. Verteidigt Patrick, der erstmal gut eine Schelle kassiert. Und wir haben nur noch zwei Spieler bei Little Mix. BQ und Bodenmeister. BQ ist stark. BQ macht den ersten Damage. Jetzt muss Patrick natürlich aufpassen. Wir brauchen den nächsten Mann. Die Molo kommt perfekt. Hier Patrick muss irgendwie da wegkommen. Der Spray von BQ sieht gut aus. Slash Smoke ist auch da. Man versteckt sich hier noch. Patrick versteckt sich immer noch. Darf sich nicht zeigen. Der Frag von Bodenmeister. Unfassbar. Was haut er denn gerade raus? Gönnt sich Python. Das kann nicht sein. Kommt schon, Unicorns. Von unten kommt Hades. Der hat das richtige Timing. Jetzt bloß auf Zeit spielen. Jetzt bloß ablenken. Von der Seite. Schön von Arduin. Schön gemacht. Da gibt es den Frag, aber es ist Hades. Jetzt muss er. Bleib ruhig. Arduin, lass Hades deinen Mate, deinen alten Big Ome Academy Mate, das Ding regeln. So sieht's auch aus. Er macht es. 3 zu 3. Unicorns of Love. Holt die nächste Runde. Na, Aschoff. Ich weiß es nicht. Lass mich in Ruhe. Ich werde nicht aussprechen, was das heißt. Ich kann es mir vorstellen. So, Pistol-Round von Lil Mix. Diesmal sollte es doch die Einhörner auf jeden Fall sicher klar machen. Wir kennen alle dieses Problem von den Jungs von Unicorns. Man verliert gerne gegen Pistols. Heute aber nicht. Heute beliebe ich erst recht, meine Lieben. Arnie mit dem ersten Frag, Hades mit dem zweiten. Hades macht dann noch den dritten. Was ist unten mit dem Spieler? BQ hat Bock mit der Diegel. Hades, hast du dich auf dem Schirm? Hades, pass auf. Die Diegel unter dir. Hades, der Fokus. Hades, bitte guck nach links. Nein, Hades. Der kriegt's gar nicht mit. BQ kriegt's nicht mit. Jetzt hat er. Hades, guck nach rechts, guck nach rechts. Oh mein Gott. Oh, jemand hat es. Ja. BQ, Junge. Nicht mit Hades. Nicht mit Hades. Aber wie er auch nicht mitbekommen hat, dass da Hades runtergedroppt ist. Der ist da so rumgeschlichtet, der hat da so gespielt. Hat er aber Glück gehabt, wirklich gerade. Ja, aber die Jungs, die Unicorns, haben es geregelt. Kurz mal auf die Jagd gegangen. 4 zu 3, die Führung nach der gewonnenen Pistol Round ist wieder da. Nun geht's in die nächste Waffenrunde von Lil Mix. Schönes Ding. Hoffentlich kann Python hier eskalieren. Aber BQ ist einfach wirklich hier am Stoppen. Kriegt aber ganz schön viel Damage ab. Selber nur noch 18 AP. Hades ist halt wieder auf dem B-Spot. Immer noch unsere Bank. Unsere sichere Safe-Position. Mit ihm können wir auf jeden Fall immer abspeichern in dem Spiel hier. In diesem Singleplayer. Oder Multiplayer. Aber die Jungs von Lil Mix erstmal wieder abgebrochen. Der Go geht Richtung A-Spot, Entschuldigung. Und da steht einfach ein HNS. Der übelste Scheller gegen Arduin rausdrückt, schon so durch ist. Und es ist Patrick, ja, der halt eine andere Position hatte, musste sich zurückrotieren. Und jetzt wird es schwierig. Der Retake für drei Leute. Man braucht jetzt, muss übelst gut eskalieren. Die Molo, die dippt Patrick gut. Er verbrennt sogar. Konnte nicht mehr löschen. Ich glaube, jetzt könnte ich fast schon safe gehen. Die brauchen hier nicht mehr angreifen. Die Runde ist durch. Man muss aufpassen bei BQ. Aber der ist nicht dort oben in der Mitte, sondern unten noch. 4-4. Lil Mix kriegt eine gute Runde. Flawless sogar. Unicorns of Love haben gut Geld gespeichert, haben gut Geld gehabt. Aber die haben es gemerkt. Lil Mix merkt, würde ich fast meinen, der B-Spot scheint auf jeden Fall besser gedeckt zu sein oder schwieriger vorbeizukommen an Hades. So fühlt sich jedenfalls an, als bei den Jungs am A-Spot. Da hat man auch gerade vielleicht einfach auch unglückliche Timing gehabt. Crispy passt nochmal auf, macht einen schönen Frack. Aber ich denke, jagen will man jetzt auch nicht unbedingt. Mal so viel Geld hat man nämlich gar nicht. 0,0, um genau zu sein. Deswegen kommen die beiden Waffen durch für die Unicorns. Die AK, die M4, keine AWP. Aber du hast genug Geld, um reinzukaufen. Weiter geht's für die Unicorns. Weiter geht's für den Mix. Gleichstand. Also diese Partie könnte sehr, sehr spannend werden. Ich denke, es wird sogar echt crazy. So. 4-4. Wieder jetzt doch Richtung A-Spot. Da steht halt Crispy. Der muss aufpassen, hat nicht mehr so viel Schuss. Jetzt kommt der nächste Spieler close. Das ist sehr eklig gewesen. Jetzt muss Patrick irgendwie wegkommen. Oh mein Gott, dreh dich doch um. Nein. Gut gemacht von den beiden Spielern. Crispy schottet halt hier durch die Smoke. Vom Timing her war die Munition dann leer.
Und kann einfach easy überrannt werden. Ansonsten geht es nicht wirklich weiter. Wir haben den 1 gegen 2 Tausch. Python muss die perfekt performen. Den hat er auf jeden Fall auch durch, den Frack. Und Hades ist in der Rotation. Die Bombe liegt auch am A-Spot. Die Frage ist halt, kriegt man den Spieler? Aber der sollte sich zurückziehen. Also HNS sollte hier gecallt bekommen haben. Wir sind auf dem B-Spot. Nimm die Bombe und ab dahin. Also ist es der B-Spot jetzt halt hier für Lil Mix. Hades hat vielleicht noch Lust. Hat nochmal Mut gefasst, für die Einhörner anzugreifen. Vom Timing her sieht es vielleicht ganz gut aus. Also er muss bloß aufpassen. Die AWP zieht da perfekt ab. Er läuft genau rein. Ja, ganz schön wieder safen gehen. Lil Mix 5. Und Juni kurz auf Lauf 4. Der Beste der Besten. So, Unicorns mit der Hero AWP von Anduin. Bei dem bleiben wir einfach mal. Vielleicht kann er hier gleich einen geilen Impact bringen. Die drei Deagles sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Bei Patrick, bei Crispy und Python und Hades. Ist bestimmt immer für Überraschung gut. Crispy jetzt hier vielleicht gleich mit der Möglichkeit gegen HNS. Wird aber abgedeckt. Die Molle kommt nicht schlecht, aber die kommt gegen ihn. Er sieht ja keinen Spieler mehr. Geht man aggressiv, man geht sogar komplett aggressiv. Anduin fällt. Close steht Crispy. Patrick fällt, die AWP ist weg. Schade, man hat es probiert, man wollte irgendwas machen, aber da wurde man so clean weggeschossen. 6 zu 4 und Unicorns jetzt wieder mit dem Geld. Die Hero AWP ist weg, ist wieder direkt da. Schade, hätte auch anders ausgehen können, aber man hat es zu zweit sehr, sehr gut gedeckt. Das Aiming, die Shots saßen sofort. Man konnte nicht mal mit der Deagle abdrücken. Ich glaube, wir haben gar keinen Schuss gehört. Aus Sicht der Unicorns. GGS Spoiler. Thank you for you, follow man. HNS holt sich das Duell gegen Crispy. Wieder der Vorteil. Die AWP wird geboostet. Bodenmeister könnte gleich Hades rausnehmen. Aber jetzt den Kopf. Ah, schade. Bodenmeister hier mit dem nächsten Megaplay mit seinem Mate. Es wird schwierig. Python muss hier eskalieren. Python Nummer 1. Python. Jetzt hinter der Kiste bei. Python sieht den zweiten Spieler. Python, bitte hol dir den Spieler. Gönnen dir. Bodenmeister musst du einfach nur rausnehmen. Aber Bodenmeister super strong. Anduin schon wieder jetzt von hinten unterwegs. Hat sich ganz schön laut runterfallen lassen. Oh, und Patrick. Wichtiger, wichtiger Refrag. Aber währenddessen die beiden Jungs versuchen irgendwie von hinten und von vorne anzugreifen. Auf dem B-Spot ist man schon auf dem A-Spot drauf. Plättet schon wieder. Und diesen Retake, keine Ahnung, sollte man vielleicht wieder safen. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Und Spoiler. Go, 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 Lil Mix. Nice to see a fan for the other team. So. It's looking great. It's looking good. But Unicorns of Love will come back. And. Ja, weißt du Bescheid. Mein Englisch. Albi und Englisch. Wer, ja, ihr wisst gar nichts, ey. Albi. Bester Mann mit dem Englisch. Albi, you're the best commentator. Thank you, man. I don't know. You look often? I'm not the best. I'm a commentator. It's all depends on... Was heißt denn Geschmack auf Englisch? Ihr wisst Bescheid. Taste. It's the taste. Und bester Schreier als, ja, hallo?
Sag mal, mit Emotionen. Ihr wisst gar nicht, wie ich hier ausrichte. Ich muss mir ein besseres Mikrofon kaufen, damit ich richtig ausrasten kann. Ich mach jetzt mit einem Spieler. Und jetzt hier. Ah, nein! Jawohl! Erste Frag jetzt hier in dem Moment. Das ist doch mal ein guter Start hier in Runde Nummer 12. Gibt uns noch ein bisschen mehr Unicorns. Lil Mix hat genug Punkte gemacht. Nein, HNS. Python, bitte. Ab ins Gesicht jetzt hier. Ab ins Gesicht! Python! Snake! No! Yo! Python 1! Python! Hades! Komm schon! Gott der Unterwelt! Ohohoho. Zack! Da lag der gute Quicks. Schön gemacht. Rausgenommen. Trotzdem keine Chance, kein Defuse geht. Er kann nicht defusen gehen. Er kann die Arcano mitnehmen in die Runde 13. Lil Mix 8 kriegt die Halbzeitführung auf jeden Fall erstmal sicher. Jetzt bitte noch mal ein paar Runden holen. Das 8:7 draus machen, Unicorns. Das wäre ein solides Ergebnis. Taste, Taste. Thanks for the mood, Albi. It's you're welcome, man. You're welcome. So, Dille. Unicorns of Law sollte vielleicht auch mal eine Pause ziehen. Einfach mal kurz besprechen. Vielleicht wissen sie aber auch immer, woran es liegt. Lil Mix macht es auch echt gut. Haben schönes Aiming. Überraschen mit verschiedenen kleinen Taktiken. Wie dieser kleine Boost hier zum Beispiel an der Seite. Oh, das... Man hat hier schon seine Schwierigkeiten. In der Mitte geht es offensiv. Aber Anony muss sich klar zurückziehen mit seinen 3 HP. Schwierig. Und wir haben einen schönen Boost erstmal hier mit Patrick. Und Crispy. Und Crispy vielleicht jetzt gegen HNS, den wichtigen ersten Frag. Das wäre so nice, aber die Molle kommt perfekt. Da muss ich wahrscheinlich jetzt gleich Dings zurückziehen. Patrick, oh, wie viel Damage sie bekommen. Brutale Aktion jetzt in dem Moment. Und die Molle kommt jetzt aber ein bisschen zu spät. Patrick aber mit dem Duell holt sich den Frag gegen HNS. Wichtig, wichtig jetzt hier. Wie sagen andere, wichtig und richtig. Wäre natürlich schön. Bodenmeister, die den super starken AWP bis jetzt gezeigt hat. Im Duell gleich gegen Crispy. Der hat ihn gesehen, aber verschießt. Das ist natürlich sehr gut. Oh, jetzt muss man aufpassen. Es gibt die Granate, die trifft auch jetzt nicht so gut. Jetzt nochmal einen kleinen Boost. Sind aufgestanden. Die Molle kommt nicht schlecht. Rotation ist auch schon da. Man ist schon dabei. Hades geht von hinten ran. Bodenmeister fällt. Dafür Arnoin aber auch gefallen. Und das ist natürlich gar nicht so schlimm. Oh, Patrick, noch einen. Jetzt ist 2 gegen 4. Jetzt bloß jetzt nicht irgendwie abgeben. Oh, Python. Da ist er. Unsere Schlange, einfach mal den richtigen Spieler gefunden und Patrick beendet es. Und das ist es, 8:5. 4 Männer hast überleben, flawless ist es fast gewesen. Jetzt wird hier nochmal abgebrochen, als es die Fuse geht. Es wird nochmal reingeladen, Doppel-AWP-Lineup für die Unicorns of Love. Eine bei dem guten Anuin, eine bei Python. Das ist genau das Ding nach meinem Geschmack. 2 AKs gibt man mit Unicorns of Love, hat Bock. Die wollen ganz klar, es ist 8:7. Aber gucken wir kurz aufs Geld bei Lil Mix. Es sieht sehr, sehr gut aus. Hey, Spoiler, man. Why lucky? Why lucky? It was a nice play, man. One shot was maybe lucky. Maybe, but you can't say the same to Lil Mix, man. Every time, every round, every shot is lucky, man. On Lil Mix. Unicorns of Love. All very good players, man. So, you will see now. Hardest. First, second and third frag. With commentator. Oh, fifth frag, fifth ace for you, Hades. Ace, my, for sure. Hades boy, Hades. Come on, baby, bleib cool. Hades 1, Hades 2, Hades den dritten und den vierten meine Hades. Er gönnt sich. Woo! Hades! 3! Was habe ich gesagt? That was not lucky, man. A bad decision from Lil Mix, man. Hades! Richtig starker Junge! Und hinten Python im Rücken. Gar kein Problem. 8:6. Und da ist er wieder. Wieder mein Schnucki Hades. Einfach sehr nice Performance hier auf Vertigo. Es macht Bock. Anuin sieht hier HNS
Der zeigt seine schönste Seite von einfach von ihm. An der Smoke. Falsche Timings. Und nun sieht's gut aus. Unicorns 8 zu 7 ist drin. Patrick erwischt auch noch Bodenmaster. Das fühlt sich sehr gut an. Das sollte doch die Runde Nummer 7 sein für die Einhörner. Und damit können wir die zweite Halbzeit starten. Wird aber auf jeden Fall nicht leicht werden. Lil Mix wird bestimmt auch stark dabei sein. Hoffen wir einfach, die Pistole gewinnen wir. Keine Force, bei der irgendwie verloren wird. Und dann geht's ab. Und da sind die sicheren Frags von Armin. Auch mit der AWP. Kann er auch ohne Probleme. Und es geht rein. Jetzt gleich, hoffe ich, in die zweite Halbzeit. Also das ist ein schönes Spiel, Mann. Das macht Bock. Hart ist für mich einfach gerade richtig, richtig gut dabei. So viele geile Szenen hier am B-Spot. Also nicht umsonst hat man sich nicht getraut, am B-Spot hinzugehen. Hades war einfach zu krass. Hades einfach zu krass. Ist einfach auch eine super Position. Es ist super schwer, dort diese Treppe einzunehmen, wenn der aggressive CT dort ist. Weil ab und zu hat man auch den Support gehabt, dass man zu zweiter stand. Super geil gespielt einfach. Der A-Spot war dafür ein bisschen schwieriger, hat man gemerkt. Man war dort immer nur zu zweit, wenn auch manchmal nur alleine. Aber es hat auch im P4 sehr gut gespielt. Ja, immer wieder Zeit rausgeholt, dass man verschieben konnte. Also auch er hat eine sehr, sehr schwierige Situation gehabt. Aber soweit hat es hier Spaß gemacht zuzuschauen. Geil, CS, aber von beiden Seiten. Bin ich sehr gespannt, wie jetzt, wie gesagt, Lil Mix jetzt hier performt. Wie sie das spielen. Natürlich wird es für Unicorns genauso schwierig werden. Aber ich glaube, ein Hades, der wird auch immer Richtung B-Spot geschickt. Und kann sehr, sehr gut damit umgehen, hier die Seite einzunehmen, weil er selber der Spieler ist. Aber schauen wir mal. Schauen wir gleich rein. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Fast alle Spieler sind ready, bis auf Unicorns of Love, Kakafu, P4, Anuin und Python. Auf die müssen wir wieder warten, leider. Er ist ja unfassbar hier mit dem Leben. Und Grüße gehen raus an alle, die jetzt hier gerade zuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt stabil. Und ich hoffe, es geht gleich weiter. Für wen seid ihr? Für Unicorns natürlich, oder? Genau wie ich. Alte Trikot hier. Alte Jersey. Spannt richtig, weil ich ja so viel Muskeln habe, meine Lieben. Deswegen spannt es so an der Brust. Ich sag's euch. Ich bin immer am Trainieren. Kein Problem. Gar kein Problem. So, wann geht's weiter? Cindy, ich weiß. Cindy, du hast es auch gesehen, oder? Wie heißt es? One Pack Magic, ja? Bei TCG und so. Bei mir heißt es One. Ja, auch One Bierbauch Pack Magic, oder wie sagt man? One Pack? Six Pack? Ja, One Pack passt eigentlich auch zum Bierbauch, oder? Passt eigentlich auch. One Pack Magic, ja? Passt auch für meinen Bauch. herrlich. Fast, sagt sie. Ach komm. Ich kann dir gerne ein bisschen was abgeben. Gar kein Problem. Teile gerne. Wenn dir sowas gehen würde, ich würde sofort, kann ich fressen, was ich will. Perfekt. Kannst immer zu dir rüberschieben. Aber ein Fass bin ich noch nicht. Danke dir. Danke dir. Also so fett bin ich auch noch nicht. Also, aber ja, ich sag mal so, ungünstige Klamotten. Aber ich habe keinen Bock, Geld auszugeben. Ich will einfach wieder, muss einfach 10 Kilo einfach abnehmen, dann läuft's auch wieder. Dann läuft's auch wieder. So, und was auch läuft, ist die Partie. Denn wir gehen direkt rein. Es geht weiter, meine Lieben. 8 zu 7. Lil Mix führt hier mit einem Zähler. Eine Pistol Round für die Unicorns. Und wir sind hier wieder gut dabei. Eine Pistol für Lil Mix wäre jetzt nicht so gut. What is your rank, man? Spoiler, my rank on CSGO? -10. -10, bro. I'm not a good player. I'm not a good player. I'm a very bad player in that game. Really, really bad. I'm only caster. So, jetzt geht's ab. Kontakt Richtung A-Rampe. Mollo Richtung den Sandbags. Der Versuch war auf jeden Fall. Hades hat mir da verworfen ein bisschen. Und jetzt geht's aber auf Hades. Nee, Anuin war, Entschuldigung. Hades ist derjenige, der jetzt hier draufgestimmt von der Seite. Oder ist man gut dabei mit den Flashes, aber die kommen jetzt nicht gut. Aber dann kommen sie ganz gar nicht so schlecht. Bodenmeister von hinten schon da. Bodenmeister rasiert Crispy, aber im 2 gegen 1 gegen ihn. Und das muss man noch machen. Und da ist es Unicorns. 8-8. Understood, thanks. Yes, I don't play CSGO. I play Valorant, man. So, that's okay.
Also, nice push little mix. Yeah, nice push, but not good enough, my man. Unicorns of Love has a nice push. So crispy with the back 10. It's go forward. Oh, Quicks with a nice shot, but not strong enough für Python. Ich mache jetzt mal so einen richtigen Denglish Mix hier, meine Lieben. Patrick jetzt. Let's go. Stürmen Sie mit seiner Mac 7. Jo, BQ ist raus. Patrick gönnt sich. Quicks mit einem Shot gegen Patrick. Macht noch eine Digga dazu liegen, damit hat er noch ein bisschen mehr Schuss. Man kämpft sich jetzt hier auf jeden Fall am A-Spot fest. Und die CTs haben Lust. Wird schwierig. Muss aufpassen. Man hat hinten noch einen Bodenmaster mit der Scout. Vorne sind zwei Spieler. Quicks kriegt die Bombe, aber die Molo kommt gut natürlich. Jetzt muss man irgendwie da an die Bombe wiederkommen. Jetzt wird schwierig. Noch eine gute Molo. Oh, vom Timing her wäre es gut gekommen. Viel Schaden. Da gibt es noch die nächste Smoke. Was passiert jetzt bitte? Jetzt passiert jetzt. Wir haben noch 50 Sekunden. Aufpassen, nicht einfach rein. Crispy mit der McTell hat die Bombe. Ne, hat er nicht, aber die Klicks kommen. HNS einen, Quicks einen. Trotzdem, wir haben das 2 gegen 2. Oh, Bodemeister mit dem guten Frag. Es ist Anuin. Der plant nochmal an. Anuin, hol den Frag Nummer 1. Einfach durch in Richtung B-Spot. Close von dir, nein. Hol ihn jetzt, muss nachladen. Anuin, bitte. Nicht schon wieder, nein. Nein. Unicorn schon wieder. Na. Lil Mix tut es schon wieder. Sie holen sich diese Force. Hätten doch die Unicorns einfach abgebrochen. Ah, so bitter, so bitter. That was lucky, bro. Spoiler. That was lucky. Aber guck mal, that grenade. What the heck? So much luck for Lil Mix, man. Not good. It's not fair. Unicorns way better team. Way. So, let's go. Jetzt gibt es das Sword Flash. Man forst natürlich rein. Man geht drauf. Man gönnt sich jetzt die Tech. Nein, Hardis, gönnt ihr nicht wieder. Hardis ist on fire. Hardis. Kann er nicht rausnehmen. Dafür vielleicht bitte der gute Python. Quicks putzt schon durch. Nimmt hier noch an und irgendwie raus. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Aber trotzdem, Bombe liegt. 3 gegen 30. Also Python nur 9%. Man kann die Runde vielleicht noch holen. BQ von unten. Patrick ist ready. Patrick, Junge. Bitte. Gönn dir diesen Shot gegen BQ. Die Molo kommt gut. Oh mein Gott, das Timing. Oh Mann. Next Luck Position, Crispy. Hat die Farmers. Kann jetzt nochmal performen. Support Flash für Python. Der sieht den Spieler. Und der klickt ins Gesicht. Python an der M4. Der ist auf Zeitspiel. Schön gemacht, Python. Hey, that was not luck. That was skill, man. Spoiler, bro. So, I love this with you. I love this. Unicorns of Love. Kriegen die 9. Runde. 9 to 9. Ah, das macht Spaß. Das macht Spaß, mein Lieber. So, kurze Pause war anscheinend drin. 9-9. Man sieht hier die Force bei mit den Deagles. ANS, Quicks, BQ und Freddy an der 5-7 ist es, glaube ich. Ich glaube, der Bodenmeister hat auch schon gut geperformt. Arne kriegt eine mega Granate ab. Wo sind sie eigentlich? Ich wollte schon sagen, wo ist X-Ray an? Ist nicht alles aus. Wir haben aber zwei AKs, die Farmers, die Mac-10 und eine M4. Und hier am B-Spot wird schon ein bisschen actionreicher. Anuin zielt ab. Frecher offensiver Play von Quicks. Keine Chance. Passiert nicht viel. Trubisky zieht nach unten ab. Wird
seiner Bombe, Support Flash kam, Bodenmeister musste sich komplett zurückziehen. Also, nicht so leicht, aber Shot vom Bodenmeister Nummer 2 sitzt auch wieder gut. Also Patrick und Anuin beide kein Leben mehr. Sie müssen aufpassen. Dadurch aber, dass sie beide Stress jetzt machen, so ein bisschen Anuin und Patrick, können sie jetzt hier vielleicht den Fokus ziehen. Und währenddessen das passiert, geht's halt ab. Patrick kassiert. Es ist hier Freddy mit seiner Pistole. Man muss aufpassen. Man muss ihn auf dem Schirm, auf Krampf. Die Rotation ist da. Es könnte wieder übel werden. Martin auf dem Schirm, aber Freddy nervt. Crispy macht den Refact. Sehr, sehr wichtig. Jetzt muss man natürlich jetzt hier auch gucken, was passiert. Man ist schon da. Viele Scout-Shots kommen jetzt rein. Crispy, was macht er? Er kriegt auch ganz schön Damage rein. Zu zweit sind sie. Die Scout, die macht was. Jetzt kommt Phil Nix. HLS vorgerannt. Rennt rein. Jetzt muss man hinten angreifen. Es ist halt nur noch Bodenmeister im 1 gegen 3. Die Runde muss an die Unicorns gehen. Ich hoffe, es passiert auch. Ich will auf Zeit, auf 15 Sekunden. Anuin muss es klar machen. Messerfreck, Junge! So, Double Digits für Unicorns of Love, meine Lieben, Lil Mix 9. Und mal gucken, was geht. Die Pistole ist gut dabei. Python aber auch nicht so schlecht. Hat aber Probleme. Man kriegt eine Free AK. Währenddessen ist man aber schon längst auf den Spot gepusht. Am B-Spot. Man gönnt sich Anuin. Chillt noch hinten. Wartet hier auf einen aggressiven Play von irgendeinem CT. Die nimmt er raus. Das muss er aufpassen natürlich. Man greift hier vielleicht nochmal an mit den USPs. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die AK hier nochmal weggeschmissen wird. Die will man durchbringen in die nächste Runde bei Lil Mix. Trotzdem haben wir hier das 11:9. Unicorns of Love. Stabilisieren sich gut. Lil Mix hat auch ihre Probleme gehabt, aber die Partie ist noch lange nicht vorbei. Sie geht jetzt erst richtig los, denn dann haben sie Geld, sie haben die Waffen. Eine AWP bei Freddy könnte drin sein, aber es ist dann eher so eine Glascannon. Aber diese Partie wird definitiv noch actionreich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir gleich Unicorns of Love hier kurz im Prozess. Haben richtig Bock drauf. Kann auch natürlich sein, die Unicorns einfach hier wirklich gut dabei. In letzter Zeit in der ESEA läuft es sehr gut. Man kann Richtung Playoffs gehen, wenn man Bock hat noch jetzt. Man muss einfach alles gewinnen. Es wird aber sehr, sehr schwer. Man spielt, glaube ich, auch gegen Offset. Wie gesagt, jetzt heute gegen Lil Mix. Honoris ist, glaube ich, auch dabei gewesen. Ich bin mir ganz sicher, ob es jetzt war. Da sind einige Namen dabei, die wirklich eklig sind. Und jetzt könnte es auch eklig werden für die Unicorns. Die erste Waffenrunde. Und Hades ist da einfach mit zum geilen Jump durchgekommen. Aber Freddy hat auf dem Jump. Freddy 1. Freddy kein 2. Aber dann ist der Refitter von Python. Was ist mit dem anderen? Oh mein Gott, HNS. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt für die Unicorns. That was really lucky. Spoiler, du hast right. But Anuin, now with the shots versus Bodenmeister. Aber und er hat selber auch noch kassiert. 4 gegen 4 Situation. Und man geht nochmal in die Rotation, nachdem man nichts machen konnte. Aber Python bleibt hier. Python ist geil dabei. Die Granate kommt auch nicht schlecht. Gute Mollo, gute Granate, schöne Flash. Damit kann man hier noch ein bisschen ablenken und vielleicht kann man noch mehr Fokus draufziehen. Man weiß halt nicht, ist es jetzt nur ein Fake, ist es ein Angriff. Aber so wie es aussieht, Anuin jetzt mit dem nächsten Mollo, jetzt vom Timing her, schöne Call. Jetzt muss man fast schon abbrechen, aber da scheißt man drauf, ist drauf, wie es aussieht. Lil Mix geht all in. Lil Mix geht all in Richtung B-Spot. Man geht nicht darauf ein. Das heißt, Anuin muss weiter hier Action machen. Anuin muss unbedingt den Raum gewinnen. Er braucht mehr Informationen für sein Team. Er muss eigentlich. Er muss irgendwie. Es wird ganz schwierig jetzt hier. Martin One One Track. Python ist weit vorne. Python einfach hier an den Sandbags. Er geht einfach vorbei, aber sieht den Spieler. Oh, schwierig. Jetzt an ihm vorbei ist auch ein Spieler gegangen. In der Ecke steht jetzt hier Bodenmaster. Der holt einen. Bodenmaster den zweiten. Oh mein Gott, Crispy, letzter Mann. Schön gemacht von Lil Mix. Von dem guten Bodenmaster. Muss man einfach sagen. Hat er gut gespielt. Schade. Und man hat sogar hinten aufgepasst, beziehungsweise vorne ist ja dann der gute Anuin gekommen. Hätte er sich vielleicht auf dem A-Spot getraut, was zu machen, hätte auch mehr Informationen gehabt fürs Team. Lass nichts machen. Let's go. Waffen hat man nochmal bei den Einhörnern.
4Ks, die AWP, Unicorns of Love, einfach die Runde holen. HNS muss sich weit zurückziehen. Der hat ja richtig kassiert. Vielleicht sollte man auch mit Bodenmaster diese AWP jetzt hier gleich tauschen. Rotation ist ja auch schon da Richtung B-Spot. Könnte sein, dass man jetzt gleich die Waffe tauscht. Sieht doch aus, na? Doch nicht. Aber Bodenmeister vom Timing her super gut. Jetzt muss man bloß aufpassen. Oh, schön gemacht vom Bodenmeister. Hat den richtigen Read. Erst unten, dann oben wieder. Hat es schon auf dem Schirm gehabt. Dafür aber Patrick Hahn ist ja erfolgreich. Oh, Handys! Unser Baseballspieler gönnt sich. Jetzt muss man schnell rotieren. Man muss aufpassen. Bodenmaster ist halt wirklich der Macht. Bodenmaster holt den Anduin auch noch raus. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist das denn? Bodenmeister. Entschuldigung, Bodenmaster. Was ist mit dem? Der hat doch an. Spoiler, Bro. Bodenmasters. What's going on with him? Word Excel or what? What was that? Ah ja, Pist ist bei Unicorns. Ab geht's rauf. Bodenmaster hat eskaliert, hat die Runde von Unicorns zerstört. Dieser Lucky Shot gegen die Smoke war brutal und Lil Mix geht in Führung. 12-11. Können sich auch sogar etwas stabilisieren jetzt vom Geld dank dieser Echo von Unicorns of Love. Und jetzt wird es doch langsam in dieser letzten Phase dieser Partie etwas schwieriger. Hoffen wir einfach, dass die Unicorns jetzt hier nicht in den Struggle geraten, jetzt zurückkommen können. Keine AWP für die Unicorns, Endeka Lil bei Anuin. Oh, nochmal eine Styrock. Ja, auch nochmal. Oder ja, ist da ja auch. Nee, ein Sekommando, ne? Das ist ja. Für mich auf jeden Fall. Vielleicht kann man damit was eskalieren. Habe ich lange Anime nicht mehr dran gesehen. Auch eine sehr, sehr schöne Waffe. Und diese etwas konsequente Go jetzt hier Richtung A-Spot ist natürlich schon am Start. Wir haben den Pyto, der sehr, sehr weit vorne ist. Vielleicht kann er damit echt schon überraschen, weil diese Position ist unbekannt. Jetzt gibt es die Smoke One-Way-mäßig. Vielleicht auch nicht. Jetzt kommt noch eine Mollo. Noch mehr Smokes. Man hat sich komplett jetzt hier schon aufgestellt. Rotation ist da. Wir haben es 2 gegen 3. Eine super Informationsaktion von Freddy. Nein, der doch, der ist auch schon durch. Also es wird schwierig jetzt hier für die Einhörner. Man weiß ganz genau, wo er ist. Wir lassen die Autokamera einfach hier entscheiden. Ich hoffe, die Jungs können eskalieren. Bitte, lieber CSGO-Gott. Nach dieser krassen Bodenmaster-Runde gönnt mal für die Einhörner. Da haben wir Harder Samen im Python mit 23 und 22 Specs. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich ein Bodenmaster, der super, super stark ist. Also Top-Fragger bei denen. Trotzdem, Unicorns gut dabei, haben für mich gute Chancen. Jetzt geht's rauf, 40 Sekunden auf Uhr. Bodenmaster Nummer 1, Bodenmaster Nummer 2. Was für Shots für ihn. Die Bombe ist auch schon wieder unglücklich gedroppt. Es muss Patrick jetzt eskalieren. Patrick 1, Patrick am besten 2, Patrick. Nicht mit Patrick, Hades mit dem Refrag. 2 gegen 3 Situation. Hades kassiert gegen Quicks. Und Crispy verliert auch noch gegen BQ. 13-11. Lil Mix macht den Damage. Und wieder war es ein Bodenmaster. Man hatte keine Informationen. Unicorns hat sich vielleicht doch zu lange Zeit gelassen. Lil Mix gut dabei. Schade, schade, schade. Best Sniper, Bodenmaster. Maybe. It's a good one. It's a good one. But not the best. It's a good one. We have a sleepy dragon. Python. Bist du ob. So, man forst ein bisschen rein. Hero Galil bei Crispy. Wahrscheinlich auch mit Absicht so gespielt mit ein paar Pistols. Vielleicht kann man damit wirklich auch eskalieren. HNS aber gut dabei mit dieser schönen M4. Macht aber nur ein Damage. Also ein Spieler nimmt damit raus. Bodenmaster ist aber ready. Macht einen.
Quicks hat auch sofort rotiert. Die Bombe ist halt ungünstig gedroppt. Patrick mit seiner Mac-10 im 1 gegen 4. Müsste jetzt erstmal sich jetzt hier Freddy gönnen. Aber man hat ihn schon gehört. Jetzt geht er hier an der Smoke einfach vorbei. Vielleicht kann er eskalieren. Wäre natürlich nicht verkehrt. Aber Quicks ist da. Jeder zählt jetzt schon ab. Wird schwierig. Schade. Schade. 14 zu 11. Die Jungs von Lilmix auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben sehr, sehr gutes Geld. Hier auf den Sieg. Und Unicorns of Love muss jetzt hier wirklich... Sie müssen richtig jetzt gut performen. Sie müssen jetzt richtig was machen. Harder ist schon reingekauft. Der Rest wird jetzt auch wahrscheinlich gleich kaufen. Sie brauchen jetzt eine solide Taktik. Eher wieder Richtung B-Spot mit der Mittekontrolle. Wäre nicht schlecht. Aber Bodenmaster ist halt immer in der Mitte. Meistens jedenfalls. Oder rotiert zum A-Spot. B-Spot ist Bodenmaster eigentlich nie. Man muss bloß halt irgendwie diese Treppe einnehmen. Am B-Spot, da wo Hades immer unterwegs war. Ist nicht leicht, ist machbar. Aber Freddy hat es bis jetzt auch gut gemacht am B-Spot. Ist zwar nicht gerade der Top-Fragger, gucken wir uns an, der ist mit 7 Frags nicht gut dabei. Also eigentlich ist der B-Spot diese Achillesferse bei Lilmix. Gucken wir mal, ob es jetzt passiert, ob man hier angreift. Würde ich schon feiern. Aber wir können es nicht beeinflussen. Vielleicht ist einfach auch gerade Bodenmaster vom Gefühl her. Ja, Madame. Bodenmeister hat den 7. Sinn. Geht einfach mal Richtung B-Spot und hofft, aber man geht hier anscheinend Richtung mit. Also man will erstmal hier was machen. Wir haben wieder einen Patrick, der alleine so ein bisschen Stress macht hier am A-Spot. Quicks sehr offensiv. Ich habe gleich ein Duell zwischen Quicks und Patrick, währenddessen in der Mitte kein Bodenmaster ist. Also man geht sogar gegen die AWP, die sonst immer dort war. Gar nicht so verkehrt. HNS ist aber auch nicht schlecht. Scoreboard-technisch. Was sagt man? 60 Frags. Auf jeden Fall, vom Aiming her, braucht man sich verstecken. Es gibt so gute Molo, man kann die systematisch weiter vor einnehmen. Bodenmaster gegen Patrick, gut dabei, hat es irgendwie durch. Geht an die Molo. Jetzt versucht er mal rüber zu springen, geht hier durch. Frech gemacht, aber damit rechnet man hier auf Seiten von Lilmix. Nächstes Duell verliert man Python, der letzte Mann im 1 gegen 4. Hat erst einen Frag gemacht, müsste den Ace drücken. Wird ganz schwierig, die Bombe hat er zwar. Man weiß auch ungefähr, wo er ist. Python, auch kein zweiten Double Peak gegen ihn. 15-11, Unicorns of Love, gerade zum Schluss. Ideenlos, so fühlt sich jemals an, weil aber Lilmix einfach so gut steht. Und von wem Geld hier, was man hat, es wird jetzt recht ein Krimi. Das könnte hier fast vorbei sein. Lilmix zum Schluss. Das etwas bessere Team, aber es ist ja noch nicht vorbei. Immer belieben, noch nicht aufgeben. Unicorns of Love gegen Lilmix hier in der SCA Advanced. I hope we see another round. Ende Overtime. Schöne Mollos. Guter Schaden. Hartes Feld. Quicks holt noch einen. Quicks holt den Double. Python nimmt erst mit dem Refrag. Jetzt wird schwierig. Anuin und wieder Python. Die beiden müssen jetzt irgendwie richtig krass zaubern. Es wird schwer. Man weiß eigentlich, einer müsste rechts daneben sein. Das hielt schon Python ab. Aber BQ von der Seite. Sieht nicht so aus. Das war's. 16 zu 11 verlieren die Unicorns of Love. Schade, schade, schade. Ah, muss ich andersrum eintragen. Ich wollte eigentlich jetzt gerade 16 zu 11 für Unicorns eintragen. Es passt nicht. Die Schlussphase dieser Partie, dieser Map, Vertigo, ging halt an die Jungs aus. Schade, schade. Aber es sah sehr gut aus. Man muss sich ja nicht verstecken. Es ist ein Best of One. Man hat gut gegengehalten. Das Team ist auf jeden Fall kein leichtes Mixteam. Können auch Taktik, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Mixteam ist, vielleicht ist aber so viel, wie riesig dieses Lineup ist. Da hat man wieder, immer wieder mal Spieler dabei. Zu gutes Nächste, die Jungs. Ja, das könnte auch möglich sein, wenn man Bodenmaster ein paar Frags sieht. Waren echt schon ein bisschen skeptisch, weil erst unten zieht er an die Kiste, dann zieht er plötzlich oben und dann bleibt er oben. Weil er, ja, vom Gefühl her sagt, oben kann natürlich auch Glück einfach dabei sein. Aber so ist es halt. Damit steht man 5 zu 5. Wenn man jetzt immer noch die 4 Sieger holen sollte, ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Man kann damit auf jeden Fall noch einiges machen. Warum geht man in der 5-Taste nicht? Ja, geht doch. Dankeschön. Bye, bye, Albi. See you, Spoilerman. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sind wir raus für heute, beziehungsweise ich bin raus jetzt erstmal für kurz. Ich werde jetzt ein bisschen WoW streamen und danach geht es um 19 Uhr direkt in den Spontancast von Sissy Statepunks. Die spielen ja auch in der Advanced, sind aber, glaube ich, ja, mit einem Spielstand von 4 zu 5 in dem mittleren Feld, genauso wie Unicorns of Love. Ein bisschen weit oben, also man kann mit Unicorns of Love gleichziehen, wenn man jetzt auch einen Sieg noch holt. Da geht es dann gegen die Jungs, wie geht es eigentlich, gegen Kova, also auch keine leichten Gegner überall. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Bis gleich, vielleicht bei WoW, ein bisschen leveln.
Ansonsten bis später zu 19 Uhr zum TTC-Spiel. TTC, SSP-Spiel, Entschuldigung. Gegen die Jungs von Kova. Macht's gut, danke, dass ihr reingeschaut habt. Lasst ein Follow da, wenn ihr nicht schon gemacht habt. Und der nächste Unicode of Love wird, glaube ich, nicht lange auf sich warten. Macht's gut, euer Aldi.